Nee. Drauffliegen geht nicht. Was ist denn der Reinlauf? Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Ha. Das ist spannend. Ich glaube, ich musste wirklich von da oben runterfliegen irgendwie. Ansonsten warten mal. Weg mit dir. Was ich versuchen könnte, da glaube ich zwar nicht, dass das geht. Und die verbrennen vielleicht. Sie brennen auf jeden Fall. Geil, das geht. Okay, man kann sie wegbrennen. Das ist gut zu wissen. Okay, man kann die Dinger wegbrennen, die Stacheln. Sehr gut zu wissen. So, wenn wir da runterfahren, muss ich kurz die Nase putzen. Das ist, ja. So, das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn die Ladebildschirme etwas länger sind. Ha, der richtige Zeitpunkt. Semrad-Schrein. Okay. Was ist da drin? Bestimmt Pfeile, oder? Ne, ein Opal. Okay. Okay, was? Okay. Warte mal, ich muss jetzt hier runter, glaube ich. Oh, das geht gar nicht. Komme ich da so hoch?
Also ich glaube, ich muss... Okay, wir drehen das jetzt und läuft das Wasser jetzt runter. So. Okay, dann ist die Tür jetzt offen, weil das Fass jetzt drüben drauf steht. Okay. Jetzt muss ich das Wasser hochlassen. Und das meinen sie mit richtiges Timing. Weil ich praktisch jetzt schnell rüberschwimmen muss dann. So, haben wir's. Nice. Haben wir das geschafft. Hervorragend. Es sieht so aus, als wäre hier noch was, weil hier geht's nach unten, aber es macht keinen Sinn, weil da ist nichts mehr hier. Warum auch immer das hier da ist. Da ist auch keine Truhe hier und nichts. Komisch. Naja. Haben wir den Schrein auch gemacht. Sehr gut. So, wir sind der auserwählte Held. Jawohl. Okay, mit meinem Prüfungs- oder Bewährungszeichen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön haben wir das auch gemacht. So, kurz was trinken. Wenn du dich im Gras duckst, bist du schwerer zu entdecken. So kannst du Kämpfe vermeiden oder Hinterhalte ausnutzen. Das ist gut zu wissen. So, was ist das da hinten? Aha, meine Waffen gehen schon kaputt. So. Überraschung. Rostäpfel, sehr schön. Eichel, geil. Finde ich gut.
So kommt man auch an den Punkt, dass man Röstäpfel kriegt, wenn man es einfach mit Dynamit und Sprengstoff schön kokelt. Grillwild, hervorragend, das nehme ich doch auch gerne mit. Cool, der frisst da hinten sogar. Ich wusste ja, dass die fressen. Gut. Mensch, Koppel folgt aufs Wort. Das ist unglaublich. So, hast du brav gemacht. Jetzt würde ich sagen, wir gehen zu dem Turm da hinten. Da wollte ich eh ursprünglich hin. Nahrung. Was haben wir nahrungstechnisch eigentlich? Sag mal so. Doch. Nein. Zack. So, da unten war der Zora wieder. Jetzt muss ich gucken, wie komme ich jetzt da drüben hin. So, einmal kurz speichern. Nur für den Fall, dass wir sterben. Wobei, ehrlicherweise glaube ich, wir können gar nicht sterben. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Feen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, fuck. Total witzig. Was ist das denn? Ein verrostetes Schild. Sehr gut. Okay, haben wir das. Aber ich glaube, hier gibt es keine Truhe. Ich dachte, hier gibt es eine Truhe. Also hier gibt es so eine Truhe. Aber ich dachte, es gibt hier vielleicht eine Ritterhellebarde. Dafür ist in der Tasche kein Platz mehr. Hervorragend. Achso, ich hab die. Nee. Oh.
so schmeiß. Okay, so schmeiß wieder. So. Falsche Taste zum Schmeißen gedrückt. Ritterhellebarde. Na gut. Kaufe ich. Was ist das denn hier? Ach so. Das war meine Bombe. Schön. Sehr schön. Das heißt, wir sind zum Turm. Das heißt, mal gucken. Ich glaube, ich muss jetzt wieder dahinter. Aber warte mal, wir können hier, glaube ich, langlaufen. Ne? Das müsste hier gehen. Ich glaube, hier können wir lang reiten. Sehr gut. Dann kommen wir hier doch voran. Okay. Cool. Violette Rubin. 50 Rubine. Hervorragend. Hammer dat. Okay, das ist ein Boss. Ein Zora wieder. Oh, oh, du. Das ist der Prinz? Warte mal, warte, warte. Tona. Ein Hylianer! Ein Hylianer! Du bist doch ein Hylianer, oder nicht? Ich bin ein Hylianer. Wusste ich's doch. Dann musst du ganz schnell unserem. Was? Schnell zu unserem. Bla bla bla. Zu unserem Prinzen Sidon gehen. Er ist am Zora-Fluss bei der Ngoko-Brücke. Bitte hört dir an, was er zu sagen hat. Okay. Das ist sicher alles sehr plötzlich für dich, aber du wirst verstehen, was los ist, wenn du dort bist. Bitte geh. Okay. Das kriege ich hin. Aber erstmal will ich auf den Turm da hoch. Das hier ist ein riesiger Fisch auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall Feinde auch hier. What the fuck? Der hat eine Prediction drauf, das ist unfassbar. Habe ich dich. Blöder Penner. Und tschüss.
Schade, ich dachte, das ist wieder ein Dingens hier. Ich habe nur das Gefühl, dass diese Camps, dass es da immer so eine geheime Schatztruhe gibt dann. Ja, so wie hier. Ja, zwei Truhen hier. Ein Opal. Sehr schön. So, wie komme ich jetzt an diese Schatztruhe da unten? Ah, von da oben, okay. Ich dachte, das war die andere Seite hier, aber... Das ist perfekt. Schlubbidup! Und wir haben eine Soldatenlanze. Geil. Wegwerfen. So, gucken wir, ist die Soldatenlande besser als das hier oder schlechter? Das ist genauso gut wie das Dingens. Die Frage ist nur, wie mit der Haltbarkeit. Weil jede Waffe hat ja auch eine andere Haltbarkeit. Wait, what? Sieht auf jeden Fall cool aus hier. Hä? Tucker! Oh, du da! So, warte doch! Schon wieder ein Zora, hä? Ja, da unten. Hier! Hier drüben! Oh, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Taka und ich bin ein Zora. Du bist ein Hylianer, oder? Bist du doch, oder? Ja, das bist du. Du bist unser Retton. Sidon, der Prinz der Zoras, sucht schon seit Tagen händeringend nach einem Hylianer. Er müsste gerade irgendwo bei der Ingogo-Brücke sein. Du musst sofort zu ihm. Halt, verzeih. Ich kann dich natürlich nicht zwingen. Dann wiederum, vielleicht sollte ich dich zwingen. Ich tu's. Ich zwinge dich. Geh zum Prinzen. Sofort! Prinz Sidon befindet sich da hinten, bei der Ingogo-Brücke. Folge den Zora-Fluss stromaufwärts, dann solltest du ihn finden. Okay. Hylianer, ich verlasse mich auf dich. Okay, das ist, glaube ich, jetzt der dritte oder vierte Zora, der mir sagt, ich soll da hingehen. Ich habe das Gefühl, ich soll zum Prinzen. Okay, Moment. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, gehe ich natürlich erstmal ganz entspannt zu dem Schrein. Schrein, Turm. Der Schrein ist da oben, das passt. Können wir das irgendwie fies hier machen? Nee, ne? Ich meine, lustig, also ich könnte ihn hier auf jeden Fall runtersegeln lassen. Cool, der kann offensichtlich... Oh, what the fuck? Der kann offensichtlich nicht schwimmen, wollte ich gerade sagen, aber, ja. Ich
So, wie ist das Rezept von der Paella? Hyrule-Reis, Ziegenbutter, Steinsalz, Schwertmuschel und Max. Okay. Habe ich irgendwas anderes, was so ein bisschen weniger hier... Ich muss unbedingt mal mehr kochen. Spurtgemüse. Also Maximuschel, Schwertschnapper, Steinsalz, Ziegenbutter und Hyrule-Reis. Also 5 verschiedene Zutaten für das hier. Na klar, und der säuft jetzt nicht, oder was? Das ist schade. Ah. Was? Ich sehe nichts. Wo bin ich denn? Was mache ich denn? Oh, hör auf, jetzt über Rand dran zu klettern. Das ist ja... Oh, hallo. Hallo? Oh, oh nein. Okay. So, Elektropfeil. 5 Pfeile, denen die Kraft der Elektrizität innewohnt. Alles, was sie treffen, wird geschockt. Besonders effektiv gegen Metall und nasse Ziele. Hervorragend. Spurtling. Okay, ich dachte tatsächlich, das ist hier so ein Gebiet wieder, wo man... Gegner platt macht und dann öffnet sich, wenn man alle Gegner platt gemacht, eine Truhe. Aber das ist ja gar nicht so ein Camp. Ich dachte, das ist diese Truhe, die da drin ist, aber es war einfach nur eine normale Truhe. Gut, man kann hier stehen, finde ich super. Sehr schön. Dann einmal den Turm hoch. Ranel-Turm. Dann haben wir zumindest die Karte für dieses Gebiet hier. Ich glaube, wir sind tatsächlich dann das Gebiet, was wir gerade machen, ist für die Zoras. Weiß auch nicht, was mich daran bringt, dass das hier Zoras sein könnten. Reicht das? Ja, es reicht. Puh! Das war anders geplant. Oh nein, 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 nein. Hab ich nicht hier... Na, geht doch.
Mann! Auf jeden Fall mehr Ausdauer. Ui, das ist hoch. Oh, du hast mich erschreckt. Verzeih mir, bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Rüt, dem vom Volk der Zoras. Du scheinst mein Reisender zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Was machst du hier oben? Ha? Scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Hylianer zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Ich will natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich doch nur der Prinz bemerken würde, er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Ah, warte mal. Du bist doch ein Hylianer. Was für ein Glück. Prinz Sidon, ich habe einen. Hier ist dein Hylianer. Prinz Sidon scheint mich wirklich nicht hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir von hier aus in den Fluss springen würden. Dann kämen wir zum Prinzen. Nein, 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 das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Hylianer, meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen, um zu Prinz Sidon zu gelangen. Lass mich einfach hier zurück und geh schon mal vor. Armer Kerl. So, ich muss mal kurz ein Firmware-Upgrade machen hier. Schiekerstein erkannt. Schiekerturm wird aktiviert. Oh, wow. Sehr gut. Datenübertragung beginnt. Bring. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Nice. Große Zora-Brücke. Mehr von dran. Okay, es geht bis hier oben dann diese Karte. Der ganze Turm, das ganze Gebiet. Okay, dann haben wir ja tatsächlich schon ein Drittel der Karte aufgedeckt. Sehr gut. Wir haben zwar noch nichts geschafft in diesem Spiel, noch nichts gemacht, aber wir haben ein Drittel der Karte aufgedacht. Das ist schon mal gut. Ho, ho. Ho, ho. Hast du gerade versucht, mich zu schubsen? Nein? Na gut. Verzeih mir, meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen. Okay. Bitte rettet mich. Kann ich den hier runter? Muss aufs Neugierde. Nein, geht nicht. Okay, da unten ist die Brücke und da ist Schrein. Das ist ein komischer Magier-Typ. Ich sehe noch einen Schrein, ich sehe zwei Türme. Hervorragend.